Herzlich willkommen zu diesem Special-Video bei uns auf dem Kanal. Wir sind heute in Rasdorf in der Nähe von Fulda unterwegs bei der Firma Wiegand. Die Firma Wiegand kennt ihr bestimmt von Sommerrodelbahnen, Alpine-Coastern, aber auch von Wasserrutschen. Und wir sind heute hier und schauen uns mal hinter den Kulissen so ein bisschen die Produktion an und wie so eine Wasserrutsche gebaut wird. Genau, und da werden wir euch den ganzen Entstehungsprozess einer Edelstahl Wasserrutsche einmal zeigen, durch alle Werkshallen durch. Wir werden dazu auch noch mit dem Geschäftsführer Hendrik Wiegand sprechen und da werden wir sicherlich auch noch einiges über diese Wasserrutschen hier erfahren. Mein Name ist Hendrik Wiegand, ich bin Geschäftsführer hier in der Firma Josef Wiegand GmbH & Co. KG. Wir sind auf zwei Gebieten tätig, einmal im Bereich der Fahrgeschäfte. Besonders bekannt ist die Sommerrodelbahn bzw. der Alpine Coaster. Der andere Bereich sind die Rutschen. Das sind einmal Trockenrutschen für Spielplätze, aber auch für spezielle Events und in Einkaufszentren. Und der andere Teil sind die Wasserrutschen. Sind jetzt hier am Standort etwa 340 Leute hier in Rasdorf. Also gegründet wurden wir 1963. Wir haben dann 10 Jahre eigentlich nur Lifte verkauft und aufgestellt von der Firma Leitner, hat mein Vater gemacht. Und danach sind wir dann in die Fertigung eingestiegen mit der ersten eigenen Rodelbahn, dann Kinderrutschen, dann Wasserrutschen. Und die erste Wasserrutsche haben wir, glaube ich, in 1979 gebaut. Ja. Als mein Vater die erste Rodelbahn gebaut hat, gab es schon Rodelbahnen aus Eternit. Das war ein Asbestzement, war damals aber auch schon im Verruf. Und er hat gesagt, ich mache das aus einem anderen Material. Und da lag Edelstahl relativ nah. Und so wurden die ersten Bahnen gebaut, die Rodelbahnen. Und wir haben dann eine Anfrage bekommen aus der Schweiz. Die hätten das auch gern in Chromstahl, ihre Rutsche, so sagt man ja in der Schweiz. Und so haben wir die erste Bahn in Stahl gebaut. Wir waren ja auch dann Stahlverarbeiter und GfK dann erst in 2007. Mein Name ist Thomas und ich wollte euch heute mal die Firma hier vorstellen. Die Firma Wiegand baut in erster Linie Sommerrodelbahnen, Wasserrutschbahnen und Trockenrutschen, also alles, was Spaß macht und mit Rutschen zu tun haben, Sonderrutschen in allen Lagen und wir passen uns jedem Gebäude an. Also der Vorteil von der Edelstahlrutsche zu einer GfK-Rutsche ist eindeutig die Verarbeitung der Fuge. Die Edelstahlrutsche wird komplett verschweißt. Man hat am Ende eigentlich eine Rutsche, die keine Naht mehr hat, also keine spürbare Naht mehr hat. Im Gegensatz zum GfK, wo man die Fugen auch warten muss, wo die verflanschten Fugen nicht zu einem Teil komplett zusammengefügt werden können. Und diese Fuge muss öfters gewartet werden. Bei uns auf dem Kanal bekommen wir sehr oft Nachrichten, wenn wir eine Edelstahlrutsche von euch zeigen, dass dann die Leute denken, im Sommer würde die Rutsche besonders heiß werden, das könnte man auch dann gar nicht mehr rutschen. Was kannst du diesen Leuten sagen? Gut, es kommen zwar wahrscheinlich Fragen, aber es hat noch nie einer gesagt, sie ist zu heiß und man kann sie nicht rutschen. Ja, der Vorteil ist, dass halt Wasser in der Rutsche runterfließt. Edelstahl ist ein relativ guter Leiter und so wird das Material, nimmt etwa die Temperatur vom Wasser an. Man muss sagen, weiter weg vom Wasser, wie zum Beispiel die Querstange, die wird natürlich warm, aber genau die Querstange ist bei Kunststoffrutschen genauso da. Da merkt man ja, wie warm das ist. Hier sind wir in der Fockenbach in der Edelstahlverarbeitung. Die Edelstahlverarbeitung trennt sich ganz klar von dem Schwarzmaterial, was wir verarbeiten. Hier wird verarbeitet V4A und V2A. V2A benutzen wir bei den Trockenrutschen, V4A wird nur benutzt für die Wasserrutschbahn.
wir gehen jetzt in die Arbeitsvorbereitung, wo im Prinzip die Produktion beginnt. Die Arbeitsvorbereitung bekommt die Zeichnungen aus der Konstruktion und dort starten wir jetzt hier die Führung der Produktion. Wenn wir hinlaufen. Ja, also hier sind wir in der Arbeitsvorbereitung. Hier startet der Arbeitsprozess. Hier werden die Aufträge zerpflückt und in Einzelteile zerlegt, damit sie dann produziert werden. Und von hier geht der Prozess los in die Schneidanlage, wo wir als nächstes hingehen. Was zu schneiden im Moment. Von der Arbeitsvorbereitung kommen die Aufträge hier zum Laser. Der Laser haben wir neu im Betrieb. Der läuft 16 Stunden am Tag und schneidet das gesamte Material für die Rutschen. Hier sehen wir im Prinzip, wie die Arbeitsaufträge oder die einzelnen Platten geschnitten werden, wo die Teile hinkommen. Die werden komplett beschriftet und hier sieht man mal ein Schneidbild, wie der Laser arbeitet. Man mehrere Pläne, die dann zerschnitten werden. Also nach dem Schneidprozess werden die Teile im Grundprinzip sortiert und komplett entgradet. Und vom Entgraden gehen sie in den nächsten Prozess. Das ist einmal das Kanten und einmal das Runden. Nach den beiden Prozessen wird dann die einzelnen Teile zusammengesetzt, was wir dann auch noch sehen. Also es wird jedes Teil im Prinzip beschriftet. Man sieht das hier, das wird mit dem Laser eingraviert, sodass wir jedes Teil finden und jedes Teil ist dann auch wieder zuordnungsbar bei dem Zusammenbauen. Also hier sieht man, wie die Einzelteile dann von dem Runden hier zusammengefügt werden und hier entstehen dann die einzelnen Röhren. Die werden wirklich in Handarbeit zusammengefügt. Das ist wirklich Schweißarbeit. Jede Naht muss zweimal von innen und von außen geschweißt werden. Immer 2,50 Meter Naht. Das ist wirklich noch komplette Handarbeit. Die Besonderheit bei unseren Wasserrutschbahnen ist das tiefgezogene Teil. Das ist auch das einzige Teil, was wir wirklich zukaufen und nicht selber produzieren. Es wird zwar auf unserer Form gepresst, aber das machen wir bei einer Firma in der Nähe Stuttgart, die uns diese Teile hier presst. Die werden dann kommen in diesem Zustand hier an und werden dann in der Produktion zusammengesetzt. Hier sehen wir diese Einzelteile, die wir vorhin auf den Paletten gesehen, zusammengeschweißt. Man sieht, jedes Teil wird wirklich komplett verschweißt von innen und von außen, werden dann die Rohre angesetzt. Und wenn man jetzt so in die Kurve schaut, das ist wirklich eine dreidimensionale Kurve, wie man sie im GFK auch kennt. Bei dem Teil da vorne hat man noch die Fugen gesehen, wie sie noch im Rohzustand waren. Hier sieht man sie, wie sie verschliffen sind und wie diese Elemente fertig poliert hier aus der Produktion gehen. Ist auch, früher haben wir es in Einzelteile gebaut, auch die größeren Elemente, die dann zusammengepackt werden, einfach um die Montage zu beschleunigen. Also hier entsteht eine Bergaufstrecke für eine 1400er Röhre. Bergaufstrecke bedeutet eigentlich, dass man jetzt hier über 2 Meter Höhenunterschied wieder nach oben katapultiert wird über einen Wasserstrahl. Besonderheit ist wirklich über Wasser mit dem Wasserdruck nach oben geschoben wird. Okay, hier wurde eine Breitrutsche produziert, 4 Meter breit, 15,40 Meter lang. Wir haben die gesamte Produktion eigentlich so umgestellt, dass wir nur noch große Teile produzieren.
Das heißt, dass wir mit Schwertransporten die Teile auf die Baustelle fahren, wo es geht, wenn es nicht gerade in einen Container muss. Versuchen wir das auf diese Weise zu machen, um die Montagezeit nach unten zu bekommen. Ja, hier sieht man einen Teil, das wird wirklich am Stück so transportiert, liegend auf dem LKW. Und dann wird dieses Landebecken noch oben drauf gesetzt und auf der Baustelle dann zusammengefügt, sodass so eine Rutsche in circa 3 Tagen montiert ist. So, hier sehen wir die GFK-Teile. Die werden zwar nicht hier produziert, werden in Berlin, oberhalb von Berlin in Brüssow produziert. Brüssow ist unser eigenes Werk, was wir oberhalb von Berlin haben. Wir haben dort ca. 18 bis 20 Mitarbeiter, die dort GFK produzieren. Das sind jetzt auch die ersten Teile, die wir von Van Ecktom übernommen haben. Was vielleicht jeder kennt, ist der Zyklon von Van Ecktom. Das ist eigentlich der Tornado, sogar in einer sehr großen Version. Den haben wir übernommen. Wir sehen auch Chancen in den 2 Flüssen, die Van Ecktom angeboten hat, also einen relativ breiten, der waagrecht liegt mit immer wieder Schussstärken dazwischen, mit Zwischenbecken. Das finden wir auch sehr interessant. Und Angebote für die kleinen, für die Toddlerpools, für die Mini-Rutschen, da sind auch einige dabei, die wir gerne übernehmen. Noch eine Besonderheit bei uns ist halt, dass wir Edelstahl und GFK kombinieren können. Das ist jetzt so ein Teil, wo man zum Beispiel einen Übergangsteil hat von einem Conveyor, kommt auf eine 1400er Röhre. Das Übergangsteil brauchen wir im Prinzip 3 Mal insgesamt und dann bauen wir sowas in Edelstahl, um nicht nur einfach eine GFK-Form zu bauen. Und dadurch sind wir halt auch sehr flexibel im Sonderbau. Ja, manche Typen von Rutschen, die haben wir nur in Edelstahl und andere nur in GFK. Das heißt, wir planen von vornherein entweder in Edelstahl und GFK. Aber wenn man so eine normale Muldenkurvenrutsche, ob das eine Röhre ist oder eine offene, sich anschaut, ist der Planungsprozess relativ gleich. Man muss natürlich die Kragarme und die Stützweiten beachten. Aber die Linienführung ist etwa ähnlich, die Wasserversorgung ist ähnlich. Also man kann auch eine Edelstahl-Muldenrutsche später noch umswitchen auf GFK oder auch umgekehrt. Also das ist relativ ähnlich. Ich bin Philipp Mettner, ich bin hier einer der 4 Mitarbeiter aus der Marketingabteilung. Und ja, alles, was unten gezeichnet wird oder auch geschweißt wird, wird hier oben natürlich auch nochmal visuell dargestellt. Ja, wir sind hier ein Team von 4 Leuten, 2 Grafikern, ich aus dem Marketing und ein 3D-Artisten. Ja, und wir zeigen einfach mal ein paar Bilder. Der Nico hat jetzt hier, glaube ich, mal ein paar Produkte aufgemacht. Ich meine, ihr wart, glaube ich, in Palm Beach schon. Ja, da waren wir. Dann seht ihr hier zum Beispiel auch mal die 3D-Renderings dahinter. So wird dem Kunden sozusagen präsentiert, wie es mal aussehen könnte. Was dann sich immer noch mal ändern kann oder was im Prozess auch noch mal entschieden wird, ist die Gestaltung, die Farben. Auch sowas entscheiden wir hier oben mit, beziehungsweise geben Empfehlungen. Schlussendlich der Kunde ist aber der dann sagt, hier, wir machen es jetzt blau, grün, gelb. Die 3D-Renderings entstehen hier, aber man will natürlich immer ein bisschen die Umgebung darstellen. Und dann muss man schon gucken, dass man irgendwie Bildmaterial vor Ort mitbekommt, sich irgendwie an Google Maps Daten oder sowas orientiert, um einfach so ein Gesamtgefühl dafür zu bekommen, wie sind die Objekte drumherum. Ja, und hier bei dieser Parkplanung sieht man, das ist auf einem sehr hängigen Gelände. Das heißt, man kann einfach nicht so was drauflegen auf eine Fläche, sondern man muss die Höhenunterschiede mit berücksichtigen und deswegen haben wir hier, sage ich mal, eine horizontale Achse in der Mitte des Parks und von dort aus geht man in den unteren und in den oberen Teil, damit man nicht die ganze Zeit den Berg hoch oder runter rennen muss, sondern sich mit der Planung entsprechend so anpasst, dass es möglichst komfortabel für die Gäste hinterher ist. Natürlich liegen insgesamt größere Rutschenanlagen schon im Trend. Die Einzelrutsche mit 40 Meter Länge, die gibt es nur noch ganz selten. Und wir sehen, dass auch hier in Europa und in Deutschland die privaten Anbieter, also die großen Spaßbäder, die jeder kennt, doch ihr Angebot an Rutschen weiter ausbauen. Und das auch mit großen Rutschen. Also wer schon was hat, sucht dann eine Reifenrutsche mit oder mit für 4 Personen. Also da geht schon ein Trend hin, aber
Parallel richten wir auch noch viele Standard öffentliche Freibäder ein und da kommt eine Mulden oder eine Breitrutsche dazu, dann in Edelstahl. Was sind denn die besonderen Herausforderungen, wenn ihr ein Projekt auf dem Kreuzfahrtschiff habt im Vergleich zu einer normalen Rutsche in einem normalen Frei- oder Hallenbad? Ja, zum einen ist die Montage schwieriger. Auf dem Schiff geht es zu wie am Taubenschlag. Jeder möchte sein Gewerk da fertigstellen. Und das ist dort noch ausgeprägter als bei einem Landprojekt. Das hat schon gewisse Schwierigkeiten. Das fängt damit an, dass eventuell nur ein oder zwei große Kräne zur Verfügung stehen, die überhaupt die Baustelle auf dem Schiff bedienen können. Die sind total ausgebucht und da muss man schon drum kämpfen, dass man den Kran bekommt. Aber auch in der Planung ist es anders. Hier ist gerade in der Bearbeitung auch wieder ein Schiffsprojekt mit einem Racer, also einem Body Racer, mit Acrylteilen, mit einer normalen Röhre und einer Turbo-Light, würde ich fast sagen, mit dem Fallstart. Wie man sieht, über der Reling auch wieder Acrylteile. Man ist ja nicht auf dem Boden und kann einfach Fundamente setzen. Man muss sich an das Raster, an die Schotte im Schiff richten, dass man auf gewisse Kreuzungspunkte nur draufsetzt. Die Berechnung ist eine andere, die Statik, es wird zum Beispiel die Vibration des Schiffs wird mit einberechnet, genauso wie die besonderen Anforderungen, die durch die Bewegung von so einem Schiff kommen. Man ist ja nicht fest, sondern das Schiff bewegt sich ja und verformt sich auch, während es zum Beispiel durch starken Wellengang geht. Das alles muss die Bahn aushalten können. Ja, wir haben relativ viele Aktivitäten auf den Kreuzfahrtschiffen. Da ist jetzt gerade im Probelauf die Anlage auf der Icon of the Seas. Wir haben auf NCL nächstes Jahr eine Neuheit zu präsentieren. Und auch auf vielen weiteren Schiffen, die nächstes Jahr fertiggestellt werden. Dann sind wir im Bau mit dem Wasserpark in Bukowel in der Ukraine. Das ist ein Indoor-Wasserpark mit 8 Rutschen, glaube ich, in der ersten Ausbaustufe. Das wird auch nächstes Jahr im Frühjahr eröffnet. Ja, hier rechts auf dem Bildschirm haben wir unser Projekt Bukowel. Wir sind gerade am Montieren dort. Ist auch eine super Anlage mit einer ganzen Menge auch Neuigkeiten, die wir drin haben. Das Doppelblatt ist hier drin. Hier sind 2 Ausbaustufen gezeigt. Wir fangen etwa mit guter Hälfte der Rutschen an und wollen dann in 2-3 Jahren nachziehen. Auch hier haben wir Komplettplanung gemacht, das heißt auch inklusiv dem Gebäude, was dazugehört. Und natürlich gesamter Ablauf, Rutschenauswahl, Kapazitäten, Wassertechnik und so weiter. Was haben wir noch? Le Bouveret wird da ein Trichter eröffnet mit einem speziellen Lichtkonzept. Freibäder gibt es wieder relativ viele nächstes Jahr mit Edelstahlrutschen. Geier ist schon fertig, das ist noch leider noch nicht eröffnet, das sollte zu Weihnachten, das wird aber wohl im neuen Jahr. Auch da ist eine recht große Anlage, also es tut sich immer was. Also ich sehe uns mal in den nächsten 5 Jahren durchaus bei Großprojekten weiter dabei. Bei den kommunalen auch, aber ich denke, dass die kommunalen Projekte nachlassen werden. Also insgesamt, es wird nicht mehr so viel da sein. Die Schifffahrtsindustrie könnten wir
für die nächsten 5 Jahre schon abschätzen. Das wird auch ganz gut. Also ich glaube, es hat jeder festgestellt, dass die Bäder, die eine Rutschenausstattung haben oder auch eine nennenswerte Rutschenausstattung, nicht nur was Kleines, eigentlich besser besucht und besser frequentiert werden als die ohne. Also ich glaube, dass auch mittelgroße Bäder, die vielleicht auf den Sportaspekt den Wert gelegt haben, dass auch die für den Freizeitbereich, ganz speziell in dem Rutschenbereich, nachziehen müssen. Für mich persönlich war ein Projekt in Nigeria besonders aufregend auch. Ich war da relativ oft dort, bestimmt 6-7 Mal bei dem Projekt, auch immer eine längere Zeit. Und Nigeria ist ganz was anderes als hier in Europa. Wir waren auch involviert in die Wassertechnik und auch in den Beckenbau, was durch unsere deutschen Partner erstellt wurde, also von Wassertechnik Wertheim und Zeller Bäderbau. Es waren ganz besondere Herausforderungen auf der Baustelle und auch außerhalb der Baustelle. Wirklich, wirklich interessant, war zwar schwierig, aber würde ich nicht missen wollen, die Erfahrung, die ich da gehabt habe. Das waren die Edelstahlwasserrutschen, die ihr da gebaut habt, ne? Das waren in Tinapa 4 Edelstahlrutschen, ja. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, gerne liken und abonnieren, und wir werden sowas dann in Zukunft vielleicht auch öfter machen, vielleicht auch mal bei anderen Herstellern noch mal vorbeischauen. Wenn euch das interessiert, ist da immer auch mal was anderes als der Standard-Rutschen-Content, den ihr so sonst auf unserem Kanal seht. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.